Das ist keine einfache Frage. Die Möglichkeit, etwas zu wissen über Menschen, kann dazu führen, dass man Macht über sie ausüben kann. Ich nehme, glaube ich, ein ganz einleuchtendes Beispiel: Erpressungspotenzial. Es gibt bestimmte Dinge, die sind in der Gesellschaft verpönt, vielleicht noch nicht mal verboten. Aber nehmen wir mal sowas wie Pornokonsum. Ja? Also ich denke mal, viele finden, dass das irgendwie unanständig ist, das zu machen. Und wenn man jetzt etwa über einen Bundestagsabgeordneten rausfinden würde, dass der ständig Pornos guckt, ja, obwohl das nicht verboten ist, dann würde demjenigen, der das weiß, Macht verleihen gegenüber dieser Person, ja, weil die eben zum Beispiel dafür sorgen könnten, dass der bestimmte Dinge tut, damit das nicht rauskommt. Oder sie. Ja. Das wäre mal ein Beispiel. Und deswegen kann man es, glaube ich, nicht so generell beantworten, sondern man müsste immer konkrete Beispiele nennen dafür, wo die Kontrolle über Daten oder überhaupt die Tatsache, dass man Daten zur Verfügung hat, auch zu einem Machtfaktor werden kann. Der Staat hat einige Macht über Individuen. Das kommt aber aus unterschiedlichen Quellen. Es gibt das Gewaltmonopol des Staates, das eben eine gewisse Macht eben verleiht über Individuen. Es gibt aber tatsächlich auch eben dieses Wissen. Also, dass der Staat etwa weiß, wo ich mich aufhalte, weil es ein Meldegesetz gibt und ich eine Meldepflicht habe. Oder dass unter Umständen der Staat durch eigenes Datensammeln, etwa über Geheimdienste oder auch über die Polizei, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, dass er Dinge über mich weiß. Ja? Und da kommt eben wieder dieser Faktor ins Spiel, dass Wissen Macht ist in dem Zusammenhang. Das heißt, dass wenn etwas Bestimmtes über mich bekannt ist, dann eben auch jemand Macht über mich ausüben kann. In dem Fall der Staat. Das Gleiche gilt für Unternehmen. Auch die können auf eine Art und Weise Macht ausüben, aber sehr, sehr viel indirekter. Ja? Also wenn etwa Facebook ganz, ganz viele Informationen über mich hat und ein ganz tiefes Profiling betreibt, dann könnten die versuchen, Macht über mich auszuüben, indem sie mich manipulieren. Das heißt, sie könnten mir bestimmte Nachrichten anzeigen, andere Nachrichten nicht anzeigen und könnten über diese Systematik versuchen, mich zu bestimmten Handlungen zu bringen. Ja, das ist also eine Manipulation, aber das ist auch eine Machtausübung. Individuen haben auch Macht über ihre Daten, indem sie doch sehr weitgehend entscheiden können, welche Plattformen etwa sie nutzen. Sie haben da mehr Macht gegenüber Unternehmen, als sie es gegenüber dem Staat haben. Dem Staat können sie an vielen Stellen nicht entkommen, was der mir vorschreibt, also etwa welche Informationen ich preisgeben muss über meinen Wohnort, was auf meinem Personalausweis steht. Dagegen kann ich mich nicht wehren, wogegen ich eben immer noch die Möglichkeit habe zu sagen, ich trete in einem bestimmten sozialen Netzwerk nicht bei. Aber auch das ist natürlich begrenzt, weil die Frage sich dann immer stellt, kann ich dann noch mit meiner Umwelt so interagieren, wie es eigentlich angemessen ist? Ich habe kein Rezept dafür. Was wir erreichen müssen, ist, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen, wie wir die Verteilung von Macht strukturieren wollen. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich versuche es zu erläutern. Auf der einen Seite möchten viele eine gewisse Kontrolle über ihre Daten haben, auf der anderen Seite aber auch die Vorteile davon genießen, dass Daten ausgewertet werden. Wenn ich etwa ein elektronisches Navigationssystem verwende, dann funktioniert das nicht, ohne dass mein Standort ermittelt wird, ohne dass das Navigationssystem weiß, wo ich hin will. Das sind alles Daten, aber ohne die Verarbeitung dieser Daten kann ich mit dem Ding nichts anfangen. Ja? Also da sind Menschen einfach bereit, ihre Daten abzugeben und sie werden auch immer bereit sein, Daten abzugeben. Dann kommen wir aber zu dem Punkt, wo etwa Kollektive betroffen sind. Also, wie wird Öffentlichkeit konstituiert? Wir führen Diskussionen darüber, wie zum Beispiel ein gutes Leben auszusehen hat, was wir als Gesellschaft wollen. Und das tun wir über Medien vermittelt. Und zunehmend sind da Plattformen dabei, die wir früher nicht da reingerechnet haben. Also etwa eine Suchmaschine, die bestimmte Ergebnisse anzeigt bei einem bestimmten Suchbegriff, den ich da eingebe. Und da müssen wir uns die Frage stellen, ist das, was diese Suchmaschine zum Beispiel da tut, ein soziales Gut, was sie zur Verfügung stellt und muss deswegen
reguliert werden. Regulierung ist jetzt ein sehr weiter Begriff, also ich verstehe den sehr weit. Das muss nicht gleich gesetzliche Regulierung sein, sondern es kann auch bedeuten, dass die Gesellschaft versucht, in dem Fall Macht auszuüben, indem sie dem Betreiber einer solchen Suchmaschine, vielleicht eben konkret Google, sagt, wir wollen nicht, dass du eine bestimmte Art von Auswertung machst.